Unser Experte ist heute Arthur Brunner von ICF Kursmakler. Herr Brunner, Slowenien bekommt Probleme mit der Wirtschaft und dann auch irgendwo mit der Finanzwirtschaft. Wandelt sich Slowenien vom Euro-Musterknaben zum Euro-Prügelknaben? Nein, die Sache liegt hier schon anders. Auf Zypern betragen die Bankenaktiva das Achtfache des Bruttoinlandsproduktes, in Slowenien lediglich das 1,3-fache. Die Banken haben hier nicht so viel Gewicht wie auf Zypern. Aber das Problem liegt daran, dass eben diese Banken in der Vergangenheit sehr viel Geld in Immobilien gesteckt haben und auch Kredite an Baufirmen vergeben haben, die jetzt notleidend sind. Diese gesamten notleidenden Kredite machen mittlerweile 20% des Bruttoinlandsproduktes aus. Und das ist hier das Problem. Aber ich glaube nicht, dass es hier so schlimm wird wie auf Zypern. Aber irgendwie hatten wir doch das alles schon mal, dass viel Geld in irgendwelche Immobilienangelegenheiten gesteckt worden sind und man kam da nicht ran oder die Werte brachen dann irgendwo weg, Blasen sind geplatzt. Das haben uns doch die Amerikaner vorgemacht. Wenn man jetzt mal auf der Straße rumfragt, Slowenien im Euro, das wissen eigentlich die wenigsten. Aber was für eine Ansteckungsgefahr geht jetzt davon wieder aus? Also der zukünftige Chef der Zentralbank, der sagt, nein, 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 wir brauchen keine Hilfe. Glauben Sie dem? Also im Moment ist es so, dass die slowenischen Banken noch keine Notfall-Liquiditätshilfe der EZB benötigen. Der zukünftige Chef hat dies nicht ausgeschlossen, dass sie eventuell das beantragen müssen, aber er glaubt nicht daran. Und die Märkte quotieren das im Moment auch so, dass die Renditen für slowenische Anleihen, die doch jetzt im Zuge der Zypern-Krise auf 6,36% gestiegen sind, jetzt aktuell wieder auf 5,83% gefallen sind. Also hier glauben die Märkte, dass sich das Land doch irgendwie selbst aus der Patsche ziehen kann. Zumal der Finanzierungsbedarf in diesem Jahr mit 1,5 Milliarden Euro voraussichtlich nicht sonderlich hoch ist. Selbst wenn für die Bankenrestrukturierung, wie gemunkelt wird, weitere 1,5 Milliarden Euro benötigt würden, sieht es so aus, als könnte sich das Land noch selbst an den Märkten refinanzieren. Schauen wir nach Deutschland. Heute wurden 5-jährige Bundesobligationen neu versteigert. Sehen wir auch heute wieder eine starke Nachfrage nach den Schuldscheinen aus Deutschland? Ja, das haben wir heute gesehen. Die Anleihe war 1,9-fach überzeichnet, was überdurchschnittlich ist. Die Rendite ist gegenüber der letzten Auktion von 0,45 auf 0,33% gefallen. Also hier kann man sagen, stehen die Ampeln weiter eindeutig auf grün. Amerika, da gab es Konjunkturdaten, da gibt es Konjunkturdaten. Sind amerikanische Anleihen interessant für den privaten Anleger? Also für den privaten Anleger können sie interessant sein. Die amerikanische Wirtschaft läuft nicht so wie erwartet. Nach wie vor haben wir eine Arbeitslosenquote von 7,7%. Also von daher ist nicht zu erwarten, dass demnächst die Anleihen unter Druck kommen. Interessant ist hier die Spekulation auf den Dollar. Gerade wenn wir jetzt hier die Krisen sehen in Asien, hier nenne ich ganz speziell Nordkorea. Und in solchen Krisenzeiten war immer der Dollar gefragt. Und von daher wäre es für den privaten Anleger, der dieses Szenario spielt, natürlich immer noch eine interessante Anlagealternative. Arthur Brunner, ICF-Kursmakler, Rentenexperte. Dankeschön nach Frankfurt. Bitteschön.